Hast du dich jemals gefragt, warum du dich im Alltag oft gestresst fühlst oder überfordert? Was, wenn der Schlüssel zu mehr Ruhe und Freiheit darin liegt, weniger zu haben, statt immer mehr zu wollen? In diesem Video werde ich dir einen Lebensstil zeigen, den immer mehr Menschen auf der Welt für sich entdecken und wie du diesen Lebensstil für dich nutzen kannst, um stressfreier und erfüllter zu leben. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Seit mehr als 6 Jahren lebe ich minimalistisch. Bedeutet Minimalismus eigentlich, auf alles zu verzichten? Wie wird man überhaupt Minimalist? Muss man dafür sein ganzes Leben umkrempeln? All diese Fragen und noch viel mehr klären wir im heutigen Video. Schau das Video auch unbedingt bis zum Ende, denn ich zeige dir auch einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen und verrate dir, was so mancher Minimalist gern verschweigt. Was ist Minimalismus wirklich? Wenn man sich nicht näher mit dem Thema Minimalismus beschäftigt, hat man oft einseitige Vorstellungen davon. Natürlich bedeutet Minimalismus, dass du dich mit weniger Dingen umgibst, dich zum Beispiel von Dingen trennst, die du nicht brauchst, oder bewusster einkaufst. Als Minimalist weißt du, dass jede Sache, die du besitzt, auch eine Verpflichtung darstellt. Denn du musst deinen Besitz instand halten, aufräumen und sauber machen. Das kostet dich Raum, Zeit und Geld. Viele Menschen wissen jedoch nicht, dass Minimalismus hier noch lange nicht endet. Als Minimalist hinterfragst du deine gesamte Lebensweise. Du willst dein bestes Leben leben. Das bedeutet, dass du Dinge vermeidest, die dir nicht gut tun. Verpflichtungen, die du nur aus gesellschaftlichem Druck eingehst zum Beispiel. Oder Menschen, die dich ausnutzen. Es wäre also deutlich zu kurz gegriffen, wenn wir den Minimalismus nur auf die Dinge beziehen, die du besitzt. Aber was bringt dir der Spaß überhaupt? Warum solltest du dich dafür entscheiden, Minimalist zu werden? Darüber sprechen wir jetzt. Das bringt es dir. Minimalismus bietet dir viele Vorteile und für mich gab es deshalb auch mehrere Gründe, warum ich mich für diesen Lebensstil entschieden habe. Und nicht alle sind schmeichelhaft für mich. Die Wahrheit ist, ich bin ein kleines Chaostierchen. Ich habe keine Lust auf Hausarbeit und ich bin auch nicht gut darin. Doch der Minimalismus hilft mir dabei, das tägliche Chaos in den Griff zu bekommen. Und was noch viel besser ist, weniger Zeit damit zu verschwenden, als ich normalerweise würde. Denn weniger Kram und clevere Lösungen bedeuten nun mal weniger Stress im Haushalt und das ist eine tolle Sache. Das ist nicht der einzige Vorteil, den dieser Lebensstil dir bietet. Treue Zuschauer wissen, dass ich früher so ganz und gar nicht minimalistisch unterwegs war. Ich war im Gegenteil sogar ein richtiges Shopping-Victim, was dazu geführt hat, dass ich quasi nie Ersparnisse hatte und größere Rechnungen mich in Panik versetzt haben. Doch das hat sich deutlich geändert, denn seit ich auf meinen Konsum achte und regelmäßig aussortiere, sind diese Zeiten passé. Zu guter Letzt bewirkt Minimalismus aber noch etwas ganz Fundamentales. Er drängt dich gerade dazu, dich regelmäßig mit deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Was ist dir wichtig? Was darf gehen? Das sind zentrale Fragen, die immer wieder aufkommen. Und weil er dir diese Fragen immer wieder aufdrängt, kann der Minimalismus dein Leben wirklich erfüllender gestalten. Dabei gibt es jedoch eine ganz wesentliche Sache, die du beachten solltest. Was das ist, verrate ich dir gleich. Erste Schritte. Gleich werden wir besprechen, wie du deine ersten Schritte in Richtung Minimalismus unternehmen kannst und welche einfachen Methoden es gibt, um deinen Besitz zu verschlanken. Aber ich hatte dir ja gesagt, dass es eine wichtige Sache gibt, die du beim Minimalismus beachten sollst. Möglicherweise hast du schon mehrere Videos oder Bilder zu dem Thema gesehen und dir dabei auch schon einen ersten Eindruck gemacht. Du solltest aber unbedingt eine Sache bedenken. Minimalismus ist für jeden Menschen individuell. Was also für Person X passt, muss für dich noch lange nicht geeignet sein. Versuch also nicht, dich Bildern und Videos anzupassen, die du im Internet siehst. Stell dir immer wieder die zentralen Minimalismusfragen. Was ist mir wichtig? Auf was kann ich verzichten? Was tut mir gut? Spür in dich hinein und versuch nicht, andere nachzuahmen. Und vor allen Dingen, warum möchtest du minimalistischer leben? Gerade diese letzte Frage wird dir dabei helfen, dauerhaft am Ball zu bleiben. Denn es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Auch darüber werden wir heute noch sprechen. Musst du jetzt eigentlich von heute auf morgen dein ganzes Leben umkrempeln, wenn du Minimalist werden möchtest? Die Antwort darauf gibt's jetzt. Starte klein.
Ich würde dir definitiv nicht raten, von heute auf morgen dein ganzes Leben umzukrempeln. Ja, es gibt ein paar Menschen, die das geschafft haben. Aber die Gefahr ist groß, dass du schnell aufgibst, weil du dich überfordert fühlst. Minimalismus ist eine Reise. Das war und ist auch für mich noch so. Ich bin über längere Zeit zum Minimalismus gekommen und ich bin auch heute noch nicht dort angekommen, wo ich gern sein möchte. Setz dich also nicht zu sehr unter Druck. Ein guter Schritt, um anzufangen, ist, das eigene Zuhause zu entrümpeln. Keine Panik, das bedeutet nicht, dass du dir einen Container kommen lässt und übers Wochenende alles rauswirfst, was nicht niet- und nagelfest ist. Such dir stattdessen einen kleinen Bereich in deinem Zuhause, wie ein Regal, einen Schrank oder eine Schublade und sortiere dort aus. Zack, schon ist ein Anfang gemacht. Falls du unsicher bist, was du noch brauchst oder nicht, sei versichert, auch das ist normal. Und natürlich gibt es auch hierfür einen Trick. 90-Tage-Regel. Wenn du etwas die letzten 90 Tage nicht benutzt hast und auch nicht vorhast, es in den nächsten 90 Tagen zu benutzen, dann kann es vermutlich weg. Die 90-Tage-Regel ist eine gute Entscheidungshilfe bei Wackelkandidaten. Sie funktioniert bei fast allem, außer bei Christbaumschmuck im Sommer. Natürlich gibt es über den Minimalismus auch einige Vorurteile. Vielleicht sind dir manche davon schon begegnet. Bevor ich dir jetzt aber die wichtigsten Vorurteile verrate und was wirklich dahinter steckt, abonniere bitte unbedingt den Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Und gemeinsam machen wir dein Leben leichter. So, jetzt geht's weiter. Minimalisten leben wie Mönche. Als Minimalist lebst du in einer kargen Wohnung, schläfst auf einer Matratze auf dem Boden und kaufen darfst du auch nichts. Das ist eine Vorstellung, die manche Menschen über Minimalisten zu haben scheinen. Das ist natürlich Quatsch. Als Minimalist trennst du dich von Dingen, die du nicht brauchst oder die dir keine Freude machen. Das bedeutet aber nicht, dass du dich von allem trennst. Es bedeutet auch nicht, dass du nichts mehr kaufst. Du kaufst einfach achtsamer ein und vermeidest unnötigen Firlefanz. Minimalismus ist ein Lebensstil, der deinen Bedürfnissen dienen soll und das Leben für dich einfacher machen soll. Wie weit du gehst und was sich für dich gut anfühlt, bleibt dabei immer deine Entscheidung. Das ist nicht das einzige Vorurteil, das über Minimalisten existiert. Hier kommt Nummer 2. Minimalismus ist ein Trend. Vor 20 Jahren war es ein Hund in der Handtasche, vor 10 Jahren der bärtige Hipster und heute ist es eine minimalistische Wohnung. Denn Minimalismus ist nur ein Trend und wird genauso wieder in der Versenkung verschwinden wie die Handtaschenhunde. Wenn du Minimalist wirst, machst du das für gewöhnlich aus einer gewissen Überzeugung heraus. Und wenn man die Vorteile dieses Lebensstils erstmal für sich erkannt hat, dann verzichtet man ungern darauf. Wird also der Minimalismus wieder von der Bildfläche verschwinden? Ich persönlich denke nein. Ich könnte noch viele weitere Vorurteile aufzählen, die dir begegnen können. Dass Minimalisten langweilig sind, weil sie den ganzen Tag nur in einer leeren Wohnung sitzen. Oder dass Minimalismus nur in einer bestimmten Lebensphase funktioniert und unmöglich wird, wenn du zum Beispiel Kinder hast. Ich halte nichts von diesen Vorurteilen. Und ich denke auch nicht, dass du dich davon verunsichern lassen solltest. Probier es einfach für dich selbst aus und dann merkst du ja, ob es passt oder eben nicht. Wie sieht eigentlich Minimalismus im Alltag aus? Gibt es vielleicht ein paar einfache Hacks oder Regeln, die dir dabei helfen, in die richtige Richtung zu gehen? Die gibt es und welche das sind, das klären wir jetzt. Zeit statt Zeug. Was macht dich glücklicher? Ein neues T-Shirt oder vielleicht doch der nächste Urlaub? Forscher sind dieser Frage nachgegangen und haben herausgefunden, Erlebnisse machen uns länger glücklich als Dinge. Wenn du also künftig deine Kaufentscheidungen triffst, behalte das im Hinterkopf. Geld, das du für eine neue Jeans ausgibst, fehlt dir in der Kasse für einen schönen Ausflug oder für den Sommerurlaub. Schaffe Erinnerungen statt einer umfangreichen Garderobe. Dieses relativ einfache Prinzip wird dir dabei helfen, deinem Leben mehr Glücksmomente zu verschaffen und dich dabei gleichzeitig vor übermäßigem Konsum schützen. Es gibt noch ein weiteres Prinzip, das ich gern benutze und das sehr hilfreich ist. One in, one out. Den Überblick darüber zu behalten, über das, was du kaufst und was du ausmistest, ist gar nicht so einfach. Beim Minimalismus möchten wir uns um weniger kümmern müssen. Deshalb solltest du nach und nach auch weniger Dinge in deinem Zuhause haben. Aber wie merkst du, dass du auf dem richtigen Weg bist? Die One-In-One-Out-Regel hilft dir genau dabei. Denn für jeden neuen Gegenstand, den du dir kaufst, muss ein alter Gegenstand gehen. So stellst du sicher, dass dein Zuhause wirklich einfacher wird und dass du nicht unbewusst wieder in alte Shoppingmuster zurückfällst. Aber weniger shoppen war ja nicht die einzige Sache, bei der Minimalismus mir helfen sollte. Und deshalb besprechen wir jetzt minimalistische Gewohnheiten, die für mehr Ordnung im Alltag sorgen und zwar ohne viel Haushaltsstress.
im Vorbeigehen. Die folgende Regel stammt von meiner Mama. Ich finde sie wirklich extrem hilfreich, obwohl ich sie als Teenager immer gar nicht hören wollte. Wenn du ohnehin in ein bestimmtes Zimmer musst, nimm gleich mit, was dorthin gehört. Wenn du also im Wohnzimmer noch Kleidung von dir rumliegen hast und ohnehin ins Schlafzimmer musst, nimm die Sachen gleich mit. Dann sind sie am richtigen Ort und du sparst dir später das nervige Herumgerenne, wenn du aufräumen willst. Die nächste Gewohnheit betrifft die Küche, denn dort kann sich ganz schön viel ansammeln. Lebensmittelchaos. Früher waren meine Lebensmittelschubladen ein schrecklicher Anblick. Alles lag kreuz und quer, die Hälfte der Sachen war aus den Packungen gefallen und lag verstreut am Schubladenboden. Was nicht nur unschön aussieht, sondern auch Ungeziefer anlockt. Damit ist Schluss, denn ich habe mein System gefunden. Zutaten wie Nudeln, Linsen, Reis oder Mehl kommen in luftdichte Behälter. Offene Verpackungen wie Chips verschließe ich mit Wäscheklammern. Und damit ich den Überblick behalte und die Verpackungen nicht durcheinander fliegen, habe ich noch Aufbewahrungsboxen für die Verpackungen. Der Vorteil dabei ist, dass die Aufbewahrungsboxen auch nur begrenzt Platz haben. Das heißt, ich kann nicht neue Sachen kaufen, wenn die alten noch nicht aufgegessen sind. Ha! Und endlich ist Ordnung in den Küchenschubladen. Herrlich! Mein absoluter Geheimtipp für mehr Ordnung ohne viel Schweiß ist der nächste Tipp. Gewohnheiten. Sie prägen dein Leben Tag für Tag, oft ohne, dass du es merkst. Versuche deine Gewohnheiten so anzupassen, dass dein Alltag stressfreier und zufriedener verläuft, dass du dich nicht überforderst, dass sich nicht zu viel für dich ansammelt, weil du gewisse Aufgaben sehr lange nicht erledigst. Was die Ordnung anbelangt, habe ich deshalb ein paar einfache Gewohnheiten entwickelt. Abends wird die Geschirrspülmaschine angeworfen und die Küche aufgeräumt, morgens gelüftet und das Bett gemacht. Getragene Kleidung wird sofort weggeräumt. Das klingt nach mehr als es ist, denn die Aufgaben kosten mich nur wenige Minuten, eben weil ich sie jeden Tag mache. Für unser Zuhause macht es jedoch einen Riesenunterschied. Übrigens, falls du öfter das Gefühl hast, dass es bei dir unordentlich ist, obwohl du gerade aufgeräumt hast, auch dafür gibt es einen Grund. Und welcher das ist und wie du dagegen ankämpfst, das besprechen wir jetzt. Visueller Lärm. Hast du schon mal den Ausdruck visueller Lärm gehört? Visueller Lärm bedeutet, dass sehr viel herumsteht, was dein Auge wahrnimmt und eine Art von Unordnung erzeugt. Das Problem kannst du zum Beispiel haben, wenn sehr viel Deko herumsteht, aber auch wenn du viel auf freien Flächen ablegst. Je mehr einzelne Dinge herumliegen und herumstehen, desto unordentlicher wird es. Minimalistische Wohnungen haben naturgemäß wenig visuellen Lärm und wirken deshalb beruhigend fürs Auge. Ich versuche deshalb zu vermeiden, dass Dinge herumstehen. Außerdem beschränke ich mich bei den Farben und Dekorationen in einem Raum. Ein einfaches Beispiel für visuellen Lärm und wie du ihn beseitigen kannst, siehst du hier. Die unterschiedlichen Farben machen das Regal unruhig. Durch einheitlichere Farben verschwindet das Gefühl und es wirkt aufgeräumter. Es gibt noch einen anderen Tipp, um dein Zuhause ruhiger und minimalistischer wirken zu lassen. Und der kommt jetzt. Helle Oberflächen. Wir haben beim Einrichten rückblickend einige Fehler gemacht, die ich dir gerne ersparen würde. Falls du also gerade neue Möbel brauchst oder dich anders einrichten möchtest, verwende nach Möglichkeit helle, ruhige Farben wie zum Beispiel Weiß, Beige oder Naturfarben. Wir haben leider viel mit dunklen Farben wie Dunkelbraun oder Schwarz gearbeitet. Das Problem dabei ist, selbst wenn du eigentlich einen großen Raum hast, selbst wenn du eigentlich ein helles Zimmer hast, trotzdem wirken diese Möbel schnell drückend und schlucken extrem viel Licht. Das fällt dir im ersten Moment vielleicht gar nicht auf. Es fällt dir allerdings auf, wenn du an die Stelle von einem dunklen Möbelstück ein helles Möbelstück packst, zum Beispiel eine weiße Decke auf einer dunklen Couch ausbreitest. Probier es aus und du wirst sehen, es verändert das Licht im ganzen Raum. Überleg dir also sehr gut, welche Möbelfarben du benutzt. Selbst kleine Details wie Kissen oder Aufbewahrungsboxen können schon einen deutlichen Unterschied machen. Ich habe dir ja zu Beginn des Videos gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Deshalb werde ich dir jetzt ehrlich auch die Nachteile verraten, die Minimalismus mit sich bringen kann, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Bleib auch unbedingt noch bis zum Ende, denn dann verrate ich dir, was vermutlich nur wenige Minimalisten verraten. Schlechtes Gewissen, Part 1. Die Woche ist schon fast wieder um, da fällt mir ein, oh mein Gott, ich habe diese Woche gar nichts ausgemistet.
Panik. Verdammt, wenn du häufiger auf meinem Kanal bist, dann weißt du, dass ich regelmäßiges Ausmisten für extrem wichtig halte. Deshalb nehme ich mir vor, pro Woche mindestens 3 Gegenstände auszumisten. Doch manchmal kommt der Alltag dazwischen. Und dann ist es plötzlich Freitag und mir fällt ein, dass ich diese Woche noch überhaupt keinen Fortschritt erzielt habe. Und was kommt dann? Das schlechte Gewissen, gepaart mit einem Hauch von Aktionismus. Was könnte ich noch eben schaffen, damit ich mir nicht eingestehen muss, dass ich diese Woche mein Ziel nicht erreicht habe? Denn das darf auf gar keinen Fall passieren. Als Minimalist setzt du dich manchmal sehr unter Druck, was das Thema Ausmisten anbelangt. Da hilft nur zurücktreten und durchatmen. Die Welt geht nicht unter, wenn du eine Woche mal nichts ausgemistet hast. Schlechtes Gewissen Part 2. Irgendwie wirkt mein Wohnzimmer noch gar nicht so richtig minimalistisch, denn es steht noch ein Wandregal herum, das eigentlich komplett ausgeräumt werden muss. Und überhaupt haben wir nicht die minimalistischen Möbel, die ich gern hätte, und mir fehlen noch Aufbewahrungsboxen. Kann ich mich denn dann ernsthaft Minimalist nennen? Oder sogar einen eigenen YouTube-Kanal darüber betreiben, wenn das alles noch nicht passt? Du siehst, das schlechte Gewissen ist mein stetiger Begleiter. Ich versuche zwar, ihm nicht allzu viel Gehör zu schenken, aber immer gelingt mir das nicht. Was ist jetzt eigentlich diese eine Sache, die dir Minimalisten so ungern verraten? Psst, komm ein bisschen näher, denn ich verrate sie dir jetzt. Perfektion. Egal ob auf YouTube oder Instagram, viele Minimalismus-Wohnungen sehen nahezu perfekt aus. Sie haben komplett ausgemistet und Deko und Farben sehen wunderbar harmonisch aus. Es gibt genügend Videos, wo Leute davon berichten, dass sie 90% ihres Besitzes ausgemistet haben. Doch, wie viel Wahrheit steckt dahinter? Eins kann ich dir sagen, ich habe bei weitem noch nicht 90% meines Krams ausgemistet und ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte. Aber mal unabhängig davon, von wie vielen Dingen du dich trennst oder nicht, es gibt eine Sache, die du bei mir und bei allen anderen Minimalismus-Kanälen berücksichtigen musst. Vorher. Bevor ich ein YouTube-Video mache, räume ich natürlich auf und du kannst dir sicher sein, dass auch jeder andere Creator in diesem Bereich es genauso macht. Doch es gibt ein Problem dabei. Dadurch wirken die Bilder und Videos, die du siehst, als wäre es bei anderen Minimalisten immer perfekt. Als wäre es super ordentlich und als gäbe es keine überflüssigen Gegenstände in ihrem Zuhause. Doch das ist nicht die Wahrheit. Wir haben Kram. Wir haben sogar noch viel zu viel Kram. Und wir werden voraussichtlich auch nie allen Kram loswerden. Denn als Familie gehört es nun mal dazu, dass irgendwo auch mal Spielzeug herumliegt oder ein Teller stehen gelassen wird. Dass es Wäscheberge gibt, wenn man im Alltag nicht hinterherkommt. So toll ich es finde, minimalistisch zu leben und so inspirierend manche Kanäle auch sind, sie vermitteln dir ein verzerrtes Bild von der Wirklichkeit. Es ist ein bisschen so, als würdest du versuchen, wie ein Hochglanzfoto auf einem Magazin auszusehen. Dabei sind die Bilder der Stars auf den Magazincovern digital bearbeitet und geschönt und zeigen längst nicht die ganze Wahrheit. Was uns zum Schluss bringt und zu der vielleicht wichtigsten Sache, die du über Minimalismus wissen musst. Minimalismus ist eine Reise. Die Wahrheit ist, dass du nicht von heute auf morgen ein perfekter Minimalist wirst. Es dauert Jahre, dein Zuhause und dein Leben anzupassen. Du würdest ja auch nicht erwarten, dass du nach einmal Joggen gleich bei Olympia gewinnst, oder? Lass dich gern inspirieren von den vielen Minimalismus-Kanälen, die es gibt. Aber mach nicht den Fehler und vergleich dich mit anderen. Es ist nur ein Ausschnitt der Realität. Wenn du dich mit jemandem vergleichen willst, vergleich dich mit dir selbst, wie du noch vor ein paar Monaten warst. Oder vor einem Jahr. Denk daran, was für andere passt, muss für dich noch lange nicht richtig sein. Hör auf dein Herz. Es wird dir helfen zu entscheiden, was für dich wichtig ist. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, dein Leben ein Stück weit freier und selbstbestimmter zu gestalten. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir bitte einen Daumen nach oben da und vor allen Dingen komm beim nächsten Mal wieder, denn ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin alles Liebe, deine Jasmin.